Ja, und wir freuen natürlich alle auf dieses Highlight im Halbfinale gegen Brasilien. Eine Mannschaft, die einfach außergewöhnliche Fußballer in ihren Reihen hat, die ja, sehr intensiv 1-1 spielen kann, offensiv wie aber auch defensiv. Und wo man einfach auch sagen muss, dass sie auch manchmal an der Grenze des Erlaubten agieren. Also von daher erwarten wir auch trotz des Ausfalls von Neymar und der Sperre von Thiago Silva, dass die Mannschaft ja, das einfach kompensieren will, noch ja, über sich hinauswachsen wird und ja, ich sage einfach mal, für uns der starke Gegner ist, den wir auch erwarten. Ja, eine klasse WM gespielt und jetzt tragischerweise leider verletzt, aber ich glaube einfach auch, dass diese Dinge eine Mannschaft auch zusammenschweißen können und es sind 200 Millionen brasilianische Fans, gegen, ja, die einfach total hinter der Mannschaft, jetzt noch enger auch hinter der Mannschaft stehen, noch mehr hinter der Mannschaft stehen. Also es wird kräftefrei werden in der Mannschaft und ja, wir sind gerüstet auf eine starke brasilianische Mannschaft. Gegen den Gastgeber zu spielen, das ist erstens mal auch eine große Ehre, aber auch eine große Herausforderung an uns. Noch schöner wäre es natürlich gewesen, im Finale gegen Brasilien zu spielen, aber so hat das Spiel natürlich einen sehr, sehr hohen Stellenwert, nicht nur bei mir, sondern auch bei der gesamten Mannschaft. Die Stimmung, denke ich, ist sehr gut, ist aber auch schon sehr fokussiert auf das Spiel gegen Brasilien. Wir wollen natürlich, dass das Spiel gewinnt, das ist klar, aber dazu braucht man die Konzentration und die baut sich von Stunde zu Stunde auf. Es geht ja auch nicht immer um eine Person oder ob es jetzt ein Pär ist oder ein anderer Spieler. Es geht darum, dass Deutschland Weltmeister wird und deswegen sollte man sich darauf konzentrieren, dass das Kollektiv im Vordergrund steht und nicht der einzelne Spieler. Man denkt immer, die Brasilianer sind hier die Zauberer und das ist nicht so. Die Mannschaft hat sich verändert und spielt auch ein bisschen anders Fußball, als wie vielleicht in der Vergangenheit die brasilianischen Nationalmannschaften gespielt haben. Und Härte gehört definitiv zu deren Spiel dazu. Und darauf müssen wir aber auch eingestellt sein. Und aber auch natürlich die Schiedsrichter.